Oh Mann, kennst du das auch? Früchte und Gemüse schälen kann in einem totalen Chaos enden. Tipps und Tricks, wie es sauber und erst noch einfach geht, gibt's jetzt. Granatäpfel sind unheimlich lecker und mit der richtigen Technik bekommst du die Kerne raus, ohne dass du danach eine Generalreinigung vornehmen musst. Dazu die Frucht rundherum einritzen und den Deckel abziehen. Das Mittelstück vorsichtig rausschneiden, anschließend den Granatapfel von außen zwischen den einzelnen Kammern einschneiden. Nun lässt sich der Granatapfel auseinanderbrechen, ohne dass dabei Saft austritt. Die Kerne können mit einem Löffel rausgeklopft oder mit der Hand rausgepult werden. Noch sicherer ist es, wenn du dies unter Wasser machst. Das Grün der Erdbeeren kann man ja von Hand entfernen. Die verhärteten Stellen darunter brauchen allerdings ein Messer. Oder viel einfacher, du entfernst gleich alles zusammen mit einem Strohhalm. Wie schälst du Orangen? Besonders einfach geht es, wenn du mit einem Messer einmal rundherum die Schale einschneidest. Anschließend kannst du mit einem Löffel die Schale vom Fruchtfleisch lösen. Alternativ kannst du auch Boden und Deckel abschneiden. Anschließend schneidest du einmal von oben nach unten. An dieser Stelle kannst du die Orange nun auseinanderziehen und erhältst die einzelnen Schnitze nebeneinander präsentiert. Wetten, du schälst Bananen vom Stiel her und ärgerst dich danach über die Fäden, die hängen bleiben? Versuch es einmal so. Banane einmal umdrehen und so schälen. Geht einfach und es bleiben erst noch keine Fäden kleben. Um Kirschen zu entkernen, brauchst du nicht zwingend einen Entkerner. Du kannst die Kirsche ganz einfach auf eine Flasche setzen und zwar mit der Einbuchtung nach unten. Nun mit einem Essstäbchen, Bleistift oder ähnlichem den Stein in die Flasche stoßen. Alternativ kannst du die Kirsche auch mit einer Haarnadel entkernen, den Bogen in die Kirsche drücken und damit den Stein rausholen. Um eine Wassermelone bequem essen zu können, gibt es zwei verschiedene Schnittmethoden. Die erste macht aus einem Melonenschnitz einzelne Scheiben. In die einzelnen Stücke kommen jetzt kleine Holzspieße. Damit lässt sich die Melone bequem halten und es gibt keine klebrigen Finger. Alternativ die Schale links und rechts noch wegschneiden und in der Mitte ein Stück zum Anfassen übrig lassen. Wenn du gleich eine ganze Melone hast, kannst du diese halbieren und die Hälfte in genussbereite Stücke schneiden. Dazu die Melonenhälfte in dicke Scheiben schneiden. Das Ganze um 90 Grad drehen und nochmals einschneiden. Die einzelnen Stücke kannst du nun ganz einfach greifen und bequem abbeißen. Um eine Kokosnuss zu öffnen, nimmst du sie in deine schwächere Hand und hältst sie über eine kleine Schüssel. Dann nimmst du ein großes Küchenmesser und schlägst mit der Rückseite der Klinge mehrfach rundherum auf die Kokosnuss. Die Kokosnuss dabei in der Hand immer leicht drehen und sich eine imaginäre Linie denken, auf die du schlägst. Die Schale bekommt von den Schlägen einen Riss. Sobald dieser groß genug ist, kannst du die beiden Hälften auseinanderziehen und die Flüssigkeit in der Schale auffangen. Auch Walnüsse lassen sich ohne herkömmliche Nussknacker öffnen, zum Beispiel mit einem Messer. Die Spitze leicht in die Naht drücken und vorsichtig nach links und rechts drehen. Schon bricht die Schale auf und du kannst die Nuss rausholen. Du kannst auch einfach zwei Nüsse gleichzeitig in eine Hand nehmen und gegeneinander drücken. Auch so bekommst du die Schale geknackt. Die Methode mit dem Hammer ist alles andere als eine Schnapsidee. Denn wenn du die Nuss so vor dich hinlegst, dass die Naht waagrecht liegt, also nicht nach oben zeigt, dann liegen die Nusshälften nach oben in der Schale. Wenn du jetzt mit dosierter Kraft draufschlägst, ist die Chance groß, dass du zwei unversehrte Nusshälften rausbekommst. Beim Öffnen einer Avocado gibt's gleich mehrere Tricks. Schneide sie zuerst einmal rundherum auf und drehe die beiden Hälften anschließend gegeneinander. Und schon ist sie entzweit. Damit du den Kern ohne große Mühe und ohne Verletzungen rausbekommst, drückst du am besten die Klinge eines Messers hinein. Anschließend kannst du das Messer vorsichtig drehen und löst dabei gleich den Kern.
Nun kannst du das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale nehmen. Oder du setzt den unteren Teil an ein Glas an, ziehst einmal nach unten und schon ist die Avocado ebenfalls geschält. Dieser Trick funktioniert übrigens auch bei Mango oder Kiwi. Nein, ich mache hier keine Musik, sondern schäle Knoblauch. Wirklich wahr. Du kannst Knoblauchzehen einfach in ein Glas geben und kräftig schütteln. Anschließend kommt der Knoblauch und die Schale separat aus dem Glas. Paprikas solltest du nicht zuerst halbieren, sondern nur Boden und Deckel abschneiden. Nun das ganze Mittelstück einmal durchschneiden. Aufklappen und den Mittelteil ganz bequem rausnehmen. Ohne mühsames Rumfummeln und Kerne entfernen. Den Strunk kannst du zusätzlich noch ganz einfach aus dem Deckel drücken und schon ist die ganze Paprika ordentlich geputzt. Der Trick von diesen gleichmäßig geschnittenen Pilzscheiben ist die Verwendung des Eierschneiders. Sieht aus wie vom Profikoch, oder? Da das Auge ja mit ist, hier noch eine kleine Idee aus Kiwis. Für die Kiwiblumen zuerst Boden und Deckel wegschneiden. Anschließend das Messer angewinkelt in die Kiwi reinstechen. Nun das Messer auf die andere Seite drehen und in etwa im gleichen Winkel erneut reinstechen. So einmal um die Kiwi weiterfahren. Auseinandergezogen erhalten wir zwei wunderbare Blumen. Und mit diesem süßen Trick sagen wir Danke fürs Zuschauen. Weitere Tipps und Tricks in allen möglichen Lebenslagen findest du auf unserem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!